Man war in Feierlaune am 13. Juni in Bruck an der Großglockner Straße, konnte doch das neue Salzach-Kraftwerk Gries nach 3 Jahren Bauzeit feierlich eröffnet werden. Ein weiterer ganz wichtiger Beitrag zur Erreichung von Klima- und Energiezielen ist damit geschafft. Ein Wasserkraftwerk in dieser Größe ist ein ganz entscheidender Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Wir wollen alle diese CO2-Neutralität, wir wollen alle grünen Strom. Und dieses Kraftwerk Gries ist wirklich ein Meilenstein, weil es einen erheblichen Beitrag leistet. Nicht kleine Einheiten, sondern ein großes und das absolut naturverträglich und ökologisch. Rund 50 Millionen Euro wurden für das Kraftwerk Gries in die Hand genommen. Herausgekommen ist ein Kraftwerk am modernsten Stand der Technik, das ab sofort tausende Salzburger Haushalte mit sauberem Strom versorgt. Das Kraftwerk Gries mit den 2 Maschinensätzen, mit den 2 vertikalen Kaplan-Turbinen, erzeugt rund 42 Millionen Kilowattstunden. Das heißt, wir können rund 10.000 Haushalte hier in Salzburg, hier in der Region damit versorgen. Der Bau eines derartigen Kraftwerks verursacht natürlich Emissionen. Der letztendlich damit erzielte positive Umweltbeitrag übersteigt diese aber um ein Vielfaches. Ja, ungleich größer. Ich meine, das wird ja immer gesagt, was wir zum Beispiel CO2 emittieren während der Bauphase in dem Sinn. Das stimmt, natürlich wird hier CO2 emittiert, aber nach 3 Monaten ist der Nutzen aus dem Kraftwerk, hat das schon wieder kompensiert, was also hier an Emissionen in der Bauzeit entstanden ist. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir also hier Maschinendauern haben von 60, 70 Jahren, die hier drinnen sind, dann ist das also schon eine überwältigend positive Wirkung für die Stromerzeugung. Ja. Die Wasserkraft ist also die große Chance für eine saubere Energiezukunft. Große Vorteile im Vergleich zur Stromgewinnung aus Sonne oder Wind sind zudem die Planbarkeit der Wasserkraft und der deutlich höhere Wirkungsgrad. Das ist unsere Chance. Wir sind gesegnet mit Wasser. Natürlich, die Umweltbedingungen müssen passen, überhaupt keine Frage. Auch hier Fischaufstieg und so weiter, das ist alles sehr großzügig, sehr gut geregelt worden. Aber das ist unsere Chance. Andere Bundesländer oder andere Länder, die flach sind, haben diese Möglichkeit nicht. Aber wir haben die Möglichkeit mit Wasserkraft und das sollten wir auch im Rahmen der Möglichkeiten nutzen. Es ist ja großartig, wenn man sagt, von Uttendorf bis Grabrunn, Gries bis Salzburg haben wir ca. 9 Staustufen und das gleiche Wasser wird immer wieder verwendet. Also ist das schon eine gewaltige Sache, was man mit der Wasserkraft machen kann. Der Bau des Kraftwerks Gries ist vor allem für die Gemeinde Bruck an der Großglockner Straße eine Riesensache. Konnten in diesem Zuge dank Unterstützung des Landes doch wichtige Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt werden. Für uns hat es eine große Bedeutung. Es war schon in der Bauzeit ein wirtschaftlicher großer Impuls. Jetzt haben wir noch nachhaltig Oberhof, eine Abfahrt und eine Zufahrt. Und wir haben jetzt auch viele Wildbäche verbaut. Das ist wichtig und das wäre so in der Zeit nicht wirtschaftlich möglich gewesen für die Gemeinde. Mit dem Kraftwerk Gries hat die Salzburg AG gemeinsam mit dem Verbund ein weiteres zukunftsweisendes Projekt umgesetzt. Weitere sollen noch folgen, und zwar nicht nur bei der Stromgewinnung, sondern auch in Bereichen wie Verkehr oder Wärme. Die Salzburg AG wird massiv weiter investieren in die Erneuerbaren. Wir haben jetzt schon 100% erneuerbaren Strom und wir wollen es auch in der Wärme und anderswo durchführen.